So, meine Damen und Herren, Sieger über 3,5 Kilometer wird Klaus Kessing aus Damme. Ein Applaus! Meine Damen und Herren, haben wir auf dem zweiten Platz bei den Männern Gerhard Seehorst. Und hier kommt auch die Zweitplatzierte und die Drittplatzierte bei den Mädchen. Und meine Damen und Herren, mit der Nummer 350 haben wir hier Dennis Steinkamp aus Damme. Und da kommt das nächste Mädchen und hier wird auch nochmal gefeilt. Die Startnummer, wo ist sie? Ist umgedreht, sehen wir schlecht. Die Nummer 384, da haben wir Jana Hövermann. Und hier kommt Henrik. Henrik Bickmann, SV Anhof Langenberg. Die Elena Gröschel, die ins Ziel kommt. Erst über die 5 Kilometer. Alexander Hasselbach, der Vorjahressieger, gewinnt auch in diesem Jahr mit einer Wahnsinnszeit. Er ist am Ziel. Haben wir die Celine Runnebaum, die ins Ziel kommt. Und mit der Nummer 535 auch einer. Das ist hier Stefan Fackmann von den Waldschleichern in Lohne, auch mit einer Wahnsinn. Stefan Köhl mit der Nummer 370, Laura Deitermann. Kopfsalat. Der Nummer 358. Oh, da wird noch gefaltet. Haben wir die Jana Knappwert, die im Ziel ist. Auf den letzten Metern über 3,5 Kilometer. Mann, der auch über die 5 Kilometer. Und hier mit der Nummer 509, Jakob Brimschulte, Jahrgang 2003. Und hier mit der Nummer 508 haben wir den Tim Heikebrügge. Und mit der Nummer 514 den Jan Nieberding, der auch im Ziel ist. Markus Lux hier. So, und hier wird noch gesprintet mit der Nummer 522. Haben wir den Ingo Kretschmer. Und hier geht es Schlag auf Schlag. Da wird nochmal gespurtet hier, was auch geht. Franz Meier, der jetzt ins Ziel kommt mit der 526, haben wir die Annika Lux von Andorf mit der Nummer 544, Renate Korte. Und die wird auch noch mal. We'll be right back.
530 haben wir hier den Stefan Kröner. Ein Applaus hier mit der Nummer 536, Alex Wunnebaum. Vorne im Laufstil erkenne ich Viktor Kuck auf der Außenrunde. Während hier mit der Nummer 507 nochmal reinkommt Frank Haskamp. Und so, Viktor ist auf den letzten 100 Meter. Ein Applaus für Viktor Kuck, wo liegen wir? 56, 32,5. Vorsicht hier auf der Bahn. Vorsicht, auch Viktor hat das alles im Griff. Ganz easy. Ja, super Rennen. Unter. Über die 5 Kilometer. Und mit der Nummer 506 und alles, das auch hier Applaus, 5 Kilometer. Mit der Nummer 502. Flohne wird jetzt weiter in Langberg über die 10 Kilometer rund um die Bersaburg. Und ist ja auch schon der dritte. So, mit der Nummer 66 haben wir hier den dritten in Anlauf Langberg, den Johann Kleef, Turbine Aschen, die Sarah Spürker. Ein Riesenapplaus. Ich gucke immer mal so auf die Uhr, gestartet steht Ochsenfahrt aus Dinklage, auch regelmäßig dabei, ein Riesenapplaus. Und mit der Nummer 102, das ist der Benedikt Hinze. Im Stadion. Die Vorrunde bei den Damen. Und jetzt geht das Schlag auf Schlag. 6, den nächsten, der ins Ziel kommt, und zwar Walter Schmidt. Aus Bersenbrück. Die Nummer hat doch unterwegs noch gar nichts gemacht, ey. Die Nummer 36, Jan Volker Schwind, musste auf den letzten 150 Meter nochmal alles geben. Der Nummer 3, Inga Hinze. Und die Zeit etwa 42 Minuten ist dabei gewesen. Und hier haben wir mit der Nummer 14, den Urs Rempe. Ein tolles Rennen, Lukas. M60, eine Zeit hier, 43, Wahnsinnsleistung. Und jetzt kommen die ersten Walker hier.